Entendeu? Ah, foi! É pequeno! Der Priester, der sich am Baum versteckt. Der Baum des Herakles. Liebt man ihn wegen der Legende oder wegen... Ich danke dir für deine Verschwiegenheit, Adlerfrau. Grüßes, Augen und Ohren sind überall in diesem Heiligtum. Was kannst du mir noch über die Spartanerin und ihr Kind erzählen? Die Frau ließ die Decke des Kindes zurück. Wir wollten sie ihr wiedergeben, doch die Erinnerung war zu schmerzlich für sie. Wohin ging sie? Was geschah mit dem Kind? Grüßes hatte recht. Du kennst die Regeln, Timoxenos. Du wirst ihren Zorn spüren. Pleistos, bitte! Stellt euch hinter mich, Priester. Ich kümmere mich um die beiden. Attacke! Du bist mir nicht gewachsen. Er ist hoch, halb so wie wir.
dauert nicht lange. Stärker als ich dachte. Dafür bist du zu viel wert. Hast du endlich eine Spur? Ich habe nichts gesehen. Weitersuchen. Wir wollen nicht überrascht werden. Uns ist noch keiner entdeckt. Gibt es eine Spur? Nein, nicht zu melden. 10 Drachmen für den Rattenfänger. Verstanden. Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst raus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Die Spartanerin, war ihr Name Myrine? Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. War es ihr Kind? Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Ihr habt das Kind gerettet? Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Sicher. Ich weiß, warum Krösus wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Martha mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot.
Sie sind beide tot. Er weinte um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Krüses hätte dir die Zunge herausschneiden sollen. Ich will Antworten von einem, der in dieser Nacht dabei war. Krüses nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krüses? Jetzt willst du also hören, was ich zu sagen habe? Reiz mich nicht. Sprich! Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krüses ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krüses finden und sie wird für ihre Taten bezahlen. Ruhig, mein Kind. Möge Hera unsere heilige Familie segnen. Wenn ich meine Mate finden will, ist Krüses der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Der Altar des Apollon Maleatas. Da ist die Statue des Apollon und da der Altar. Krüses wird hier sehr viel mehr. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Thank you.
Ihr Kultisten werdet hier sterben. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtige Adlerfrau. Wage es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine 2 Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du liest meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich seiner an. Ich legte ihn auf diesen Altar. Ich flehte die Götter an, ihn zu verschonen. Und sie erhörten mich. Ich werde dich durchbohren. Deine Mutter war schwach. Es geht um mehr als meine... Du sprichst von Leid und doch... Mein Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Schlaf jetzt. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben. Ich habe jetzt genug Informationen. Ich sollte zurück nach Athen, zu Aspasia. Krysis Treiben muss ein Ende haben. Ich muss sie töten. Ah!
Hippokrates, gut, dass du hier bist. Wirklich? Sieh dich doch mal um. Athen steht vor dem Untergang. Was glaubst du, was dahinter steckt? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ihr völlig unvoreingenommen tötet. Reiche, Arme, Philosophen oder Bauern. Und ich kann nur hilflos zusehen. Was passiert mit den Erkrankten? Nässende Pusteln und Ausschläge, hohes Fieber, blasse, schwitzende Haut. Viele sterben in ihren eigenen Exkrementen. Kann man denn gar nichts machen? Ich versuche, das Leid zu lindern, wo ich kann. Die Seuche verbreitet sich über die Ausdünstungen der Opfer. Ich bin mir sicher, die Leichen müssen verbrannt werden. Dein Mitgefühl für die Menschen hat mich immer inspiriert. Leider ist Mitgefühl mittlerweile alles, was ich geben kann. Jetzt zeigen mir die Götter, wie arrogant ich geworden war. Wir sind nur Sterbliche und den Göttern gefällt es, uns immer wieder daran zu erinnern. Ich brauche Hilfe beim Verbrennen der Leichen, Cassandra. Fanatiker machen die Straßen unsicher und halten mich von meiner Arbeit ab. Was für Fanatiker? Die Anhänger des Ares, abergläubische Narren. Sie halten das Verbrennen von Leichen für ein Sakrileg und griffen mich an. Ist das zu glauben? Diese Anhänger... Mögest du sicher zu Hades gelangen. Die Stadt ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Noch eine Leiche vor den Fanatikern gerettet. Ich finde dich, dann gehört das Geld mir. Schlimmer wird es hoffentlich nicht. Das waren alle. Thank you.
Cassandra, du bist zurück. Muss los, tut mir leid. Warte, wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich. Freunde, ich weiß, ihr seid zornig. Und ihr habt jedes Recht dazu. Warum verkriechen Sie sich, statt das Herz zu beseitigen? Aspasia. Oh, Cassandra. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Es ist so laut wie auf einem Schlachtfeld da draußen. Und so brutal. Sie fordern Perikles Kopf. Als ob er wissen müsste, wie man dieser Katastrophe begegnet. Niemand ist auf das Ende der Welt vorbereitet. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Perikles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Oh. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Aspasia, meinst du? Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, tritt ein. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Ich gebe zu, du siehst nicht besonders gut aus. Und genauso fühle ich mich auch. Ich bring dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Die Götter sind ganz sicher nicht in Athen. Ich erkenne die Stadt kaum wieder. Sie sieht aus wie der Tartarus. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut.
Herikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Bestimmt ist alles in Ordnung. Aspasia, es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Cheres. Das ist der richtige Ort. Göttern, was ist hier passiert? Deimos muss eine Drohung wahrgemacht haben. Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Lauf da! Endlich!
Siehst du das Schwein? Keiner hier. Niemand löst sich in Luft auf. Sucht weiter. Ich such weiter. Wie konnte sie euch nur entkommen? Das wird mir nicht nochmal passieren. Bleib da stehen, hörst du? Gib einfach auf! Du kommst nicht weit. Mal sehen, wie lange du durchhältst. So leicht kommt die mir nicht davon. Erde, Mutter von allem, ich grüße dich. Ja. Cassandra, geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Perikles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal. Sag mir, wo Aspasia ist. Cassandra. Es tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Perikles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit dir. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Da bist du ja, Cassandra. Beeilung! Perikles könnte da drin sein. Was ist in dich gefahren? Phoebe ist tot. Sie ist tot, weil du sie geschickt hast, um deine Arbeit zu tun. Nein, ich... Das stimmt nicht. Phoebe wollte es so. Sie sagte, sie käme schon klar. Und du glaubst einem Kind? Du kennst Phoebe. Sie hätte ein Nein als Antwort nicht akzeptiert. Es lag nicht in meiner Hand. Nicht in deiner Hand? Du schicktest sie fort. Du hättest sie beschützen können. Worum ich sie bat, war nötig, um Perikles zu schützen. Sie lebte dafür, anderen zu helfen, Cassandra. Sie lebte, um dir zu helfen. Das weiß ich. Das macht diese Tragödie nicht erträglicher. Sie war ein ganz besonderes Mädchen. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles... Los! Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Perikles!
Komm mir nicht in die Quere. Beide vor! Das für den Tod! Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Stopp! Kleon hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Ist rein. Gehen wir. Wir werden hier bleiben, Cassandra. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Die Stadt wurde übernommen. Das ist nicht mehr das Athen, das ihr kanntet. Und deshalb muss ich bleiben. Für einen Neuanfang. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis.
alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Cassandra. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles. Und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Ich tat, was ich konnte, um die Menschen zu beschützen. Niemand sagt etwas anderes, Cassandra. Der Kult des Kosmos hatte einfach einen Plan, den wir zu spät erkannten. Und sie schlugen im richtigen Moment zu. Und wegen Phoebe? Nein, mit Verlaub. Dafür bin nur ich verantwortlich. Ich hätte sie in meiner Nähe behalten sollen. Das war mein Fehler. Nein, ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht deine Schuld. Tut mir leid. Nur ein weiterer Mord im Namen des Kults. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Kapitän, siehst du diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Man sagt, an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelt. Still heute Abend, Barnabas. Verzeih! Vor Jahren in einer hellen Nacht wie dieser segelte ich mit meinem alten Freund Daros nach Samos, als wir hörten, dass in der Dunkelheit unsere Namen gesungen wurden. Der Gesang war so süß, dass wir vergaßen, die Hünfte. Sag es nicht. Du hast die Sirenen gesehen. Ich hielt mir die Ohren zu, um dem Gesang zu entgehen. Doch als ich Daros warnen wollte, ich sah ihn nie wieder. Tut mir leid. Wenn die See ruft, weißt du nie, wo sie dich hinführt. Vielleicht ist Garos jetzt König in einem fernen Land. Man weiß. Thank you.
Schlag ist genauso laut wie das Meer. Wir nähern uns Nachtschuss. Bist du aufgeregt? Nervös. Was soll ich ihr sagen? Bist du die halbe griechische Welt gereist, um sie... Napesike Korifes, Napesike Korifes, Napesike Korifes, Enories. Nicht einschüchtern. Trefft die Vorkehrungen und verdoppelt die Patrouillen. Wenn Paros sie entsendet, will ich sofort wissen, wenn sie da sind. Ja, Archon. Aber Archon, bitte, die Händler sind... Ich verstehe deine Bedenken. Aber der Schutz der Stadt und der Steinbrüche hat oberste Priorität. Ihr dürft gehen. Die Beratung ist beendet. Cassandra? Wie? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Alexios lebt noch. Er ist bei Ihnen, oder? Ich begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Dich gefunden. Dein Bruder. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür ist es zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht. Was hast du... Wie hast du... Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber frag. Ich antworte so gut ich kann. Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagte es mir. Nikolaos? Du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaos war dein Vater. Er hat dich aufgezogen, bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren, doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Nikolaos. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige. Vielleicht ein Dutzend. Malakka! Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Besser als damals, mit Sicherheit. Gut, komm. Wer greift da an? Paros, jenseits der Bucht. Es scheint, Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Warum jetzt?
Wir hatten immer Probleme mit Paros. Komm schon. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so bald. Dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre Treue Schwüre, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Warum arbeitest du mit Sparta zusammen nach allem, was passiert ist? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr, als Naxos schultern konnte. Oh!
Ich hab sie! Das war's! Jemand zahlt einen Haufen Drachmen! Oh. Es bestand immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stutzen sie ihnen, bevor es dazu kommt. Wir wissen nicht... Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Das Leben lehrte mich anderes. Wenn jemand deinen Kopf will, musst du lernen, deinen Hals zu retten. Ich weiß genau, was du meinst. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir.
Los! Ella! Diese Insel ist wunderschön. Oh ja. Sparta ist nichts im Vergleich zu Naxos-Stränden. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Das war knapp. Deine Kommandantin hat mit dem Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Früher vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Los! Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank, Felix. Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Vielleicht dachten sie, es wäre an der Zeit, dass unsere Familie wieder vereint wird. Wenn wir eine Familie sein wollen, müssen wir Alexios finden und ihn vor dem Kult retten. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult. Doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst.